Ihr Lieben, wir bilden jetzt zwei Teams. Und zwar Mirko und Max und Rüdiger und Barbara. Und zwei von euch beginnen jetzt eine Szene. Die beiden anderen stehen Standby. Es darf nur in Frageform gesprochen werden. Wem nicht schnell genug eine Frage einfällt oder wer sich dabei vertut, der fliegt raus und wird natürlich durch den anderen Spieler ersetzt. Und geht einfach schon mal hier auf die kleine Bühne. Und ich frage Sie, meine Damen und Herren, wir brauchen nämlich für diese Szene Dinge, die man heimlich tut. Hobeln! Ja, ich habe immer hobeln verstanden. Dachte, warum? Warum denn heimlich? Naschen. Frauen. Jo. Hatten wir auch schon? Hobeln. Dinge, die man heimlich tut. Ja, das hat ungefähr die Hälfte heimlich getan. Tagebuch von anderen lesen. Ja, ja, das ist doch sehr schön. Das mache ich immer. Ja, ich habe das auch schon sehr, sehr oft und gerne getan. Also, ihr spielt jetzt eine Szene. Und zwar beginnen Mirko und Rüdiger. Liest einer von euch heimlich im Tagebuch des anderen und wird von dem erwischt. Denkt dran, ihr dürft nur in der Frageform sprechen. Was machst du denn da? Wer will das wissen? Wie kann ich dir erklären, dass das nicht rechtmäßig ist, was du da tust? Und wieso trägst du nachts Gladiatorenanzüge? Wieso steht das da? Und wieso machst du nackt Gartenarbeit? Was geht dich das an, du Wichser? Warte, nein, ich geh auf. Was mich das angeht? Du Wichser. Sind wir nun verheiratet oder nicht? Weißt du, wie mich das verletzt, dass du Gärtneranzüge trägst und Gladiatoren hast? Ich denke, du... Ist das jetzt dein Tagebuch oder mein Tagebuch? Kann ich mal sehen? Wer ist... Wo hast du das her? Wer ist Christian? Muss ich dir das erklären? Kannst du dich an den Mann erinnern, den wir damals im Urlaub kennengelernt haben? Nein. Ja, was läuft denn jetzt? Wir treffen uns dreimal pro Woche. Nicht, ne? Nee. Was steht denn hier? Wann war das? Mit diesem... Das ist ja, also... Weißt du noch, er trug ihm eine blaue Badehose am Strand. Warum war die eigentlich blau gewesen? Haben wir nicht oft darüber gesprochen, dass du auch so eine haben möchtest? Weiß. Und war es nicht so, dass wir sie anprobiert haben und du warst dafür nicht gebaut?